bin ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt, weil es ein unglaubliches Projekt ist. Die Leute, die hinter diesem Projekt stehen und das Ganze machen, kenne ich ja mittlerweile auch persönlich und ich weiß, was das für Typen sind. Deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das Ganze abgehen wird. Wir werden performen. Jetzt bin ich ja auch noch mit involviert und jetzt kann auch gar nichts mehr schief gehen. Oder spätestens jetzt geht alles schief, aber ich freue mich sehr auf die Icon League und habe sehr, 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 sehr Bock. Ich habe David damals klingt so, als ob ich von 1900 rede, nee, so letztes Jahr oder in diesem Jahr habe ich David kennengelernt auf einem Konzert oder auf einer Veranstaltung. Und das war ganz spontan. Er hat gesagt, hey, Willi. Und ich gucke und auf einmal spricht David Alaba mich an. Und ich dachte mir, ja, jetzt, jetzt kann gar nichts mehr passieren. Und David hat mich dann über den ganzen Tag quasi überall durch alle Eingänge und VIP-Stände hat er mich durchgewunken und hat gesagt, er gehört zu mir. Und dann haben wir halt wirklich den ganzen Tag miteinander verbracht. Und ich bin der Meinung, und ich glaube er auch, dass es zwischen uns beide ganz cool gepasst hat. Also so von der Connection, von dem Vibe. Und ja, so ist man dann im Kontakt geblieben. Und heute sind wir da und können verkünden, dass wir gemeinsam Teamkapitäne sind. Also, wie ich mich als Trainertyp beschreiben würde. Also, ich glaube, ich bin eine verrückte Mischung aus einem Jürgen Klopp und einem Diego Simeone, weil ich absolute Leidenschaft auf dem Platz sehen will. Und ich glaube, dass ich das von den Spielern erwarte, dass sie halt wirklich auf dem Platz eine geschlossene Einheit sind. Und aber trotzdem würde ich für den Sieg über Leichen gehen. Also wenn einer mal 5 Minuten länger auf dem Boden liegt, falls irgendwie der Knöchel oder irgendwo was drückt, dann soll er liegen bleiben. Meine Männer werden alles dafür geben, unsere Männer werden alles dafür geben, dass wir gewinnen. Und diese Mentalität bringe ich mit. Und David bringt Champions League Qualität mit. Also es kann nicht schief gehen. Was ich jetzt einfach mal so sagen würde, ist das Miteinander. Ich glaube, man muss sich abseits und auf dem Platz verstehen, man muss sich gegenseitig vertrauen und man ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich glaube, ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube, wenn wir ein gutes Miteinander haben und jeder von sich sagen kann, er hat am Ende alles gegeben, werden wir auch dementsprechend erfolgreich sein mit dem, was wir machen. Und da bin ich positiv gestimmt und David auch. Also die Location, wo wir uns gerade befinden, das ist quasi mein Kindheitsplatz in Nürnberg. Annapark heißt der. Hier bin ich da war ich im Hort, also ich glaube war ich in der zweiten Klasse, bin ich nach jeder freien Minute an meinen Tag oder wo die Schule zu Ende war, bin ich hier auf den Platz gekommen und das meine ganze Jugend an, also das war wirklich mein Zuhause, dieser Platz. Ich kenne jede Ecke habe ich bespielt. Deswegen ist das ein ganz besonderer Platz für mich und damit verbinde ich halt auch sehr viel, was Fußball angeht, weil hier habe ich quasi den Spaß und die Liebe zum Fußball entwickelt, weil halt einfach alles noch sorglos war. Du bist auf den Platz gegangen mit deinen Jungs, hast gekickt, ihr wolltet gewinnen gegen die anderen Jungs. Und da war halt alles nur auf den Fußball reduziert und hier ging es wirklich halt um den Platz. Wer gewinnt, bleibt stehen, wer verliert, muss gehen.